Die Kopie der Truppenfahne des Grenzregiment 900 Blinkle in Hildburghausen später Meiningen. Die Kopie der Truppenfahne des Grenzregiments 10 Ernst-Grube Blauen. Die Kopie der Truppenfahne des Kampfschwimmerverbandes 18 Richard Steiner Kürzborn. Die Kopie der Truppenfahne des Funkaufklärungsregiments Johannes Jahn Dessau, die der Unteroffizier des Regiments Siegfried Vogt mit seiner Frau uns anwesend zu Ehren seiner Dienstzeit im Regiment für sich hat anfertigen lassen. Danke dir, lieber Siegfried. Weiterhin eine Ehrenbanner
für das 42. Garde-Motschiffsregiment der Sowjetarmee, verliehen vom Militärrat der Westgruppe auf dieses Regiment für hervorragende Leistungen. Diese Fahne wurde zum Museal aufgebaut, an der Gnade beschränkt übergeben. Ich bitte nun unseren hochverehrten langjährigen Stellvertreter des Ministers und den Chef der Anstaltskräfte, das Mitglied unseres ältesten Rates und des Verbandes, gerade aus dem Außerdienst von Stechtag, das Wort zu deiner Festrede zu ergreifen. Deren Kommandeur ich damals war,
wir die kritischen Augen von Marschall der Sowjetunion dazu erfolgreich lösen. Die Einbindung in den Warschauer Vertrag war für uns folgerichtig, weil unter den Bedingungen des Ost-West-Konfliktes sowohl der Schutz der DDR gegen Angriffe von außen als auch unser notwendiger Beitrag zum Schutz der sozialistischen Staatengemeinschaft nur im Bündnis gewährleistet werden konnte. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die MVA mit Teilen der Luftstreitkräfte, der Luftverteidigung, der Flugluftabwehr und der Volksmarine ständig in das gemeinsame, liebsame System des Warschauer Vertrages eingebunden waren. Das liebsame System verlangt von allen Beteiligten ein hohes Höchstmaß an persönlicher Einsatzbereitschaft und Konzentration. Die gemeinsame Periode des Kalten Krieges war eine einmalige Epoche. Die Welt erlebte die höchste, bisher gute, intensivste und die längste Periode der Militarisierung und der Konfrontation unter der Schwelle des offenen Konflikts. Dabei war der militärische Faktor das Mittel erster Wahl der Politik. Sehr schmerzhaft war für uns die späte Erkenntnis, dass die Einbindung in den Warschauer Vertrag die Sicherheit der DDR nur so lange gewährleistet hat, wie die Sowjetunion diesen Vorposten zu ihrer eigenen Sicherheit benötigte. Was für eine Armee war die NVA, die von jenen verteufelt wird, die den Auftrag haben, sie im Nachhinein als nicht legitim zu diffamieren und die zugleich von anderen, nicht nur von unseren Freunden, zu den besten Armeen der Welt gezählt wird. Die NVA war eine nationale, reguläre Armee eines souveränen deutschen Staates. Die Bezeichnung gedient in fremden Streitkräften war nicht nur absurd, sie war eine nicht hinnehmbare Beleidigung. Die NVA war eine Volksarmee aus dem Volke und für das Volk geschaffen. Allein der Name war uns Verpflichtung. Die NVA war von Anfang an eine Koalitionsarmee, die von ihrer Gründung 1956 bis zur Auflösung eine kontinuierliche Entwicklung genommen hat. An dieser Stelle sagen wir den politischen Beratern und Militärspezialisten, die uns begleitet haben und vor allem in den Anfangsjahren einen großen Beitrag bei der Formierung und einer modernen Armee leisteten, einen herzlichen Dank. Der Auftrag der Nationalen Volksarmee war in der Verfassung der DDR verankert. Im Artikel 7, die Nationale Volksarmee und die anderen Organe der Landesverteidigung schützen die sozialistischen Errungenschaften des Volkes gegen alle Angriffe von außen. Im Artikel 6.8 war festgeschrieben, die Deutsche Demokratische Republik wird niemals einen Eroberungskrieg unternehmen oder ihre Streitkräfte gegen die Freiheit eines anderen Volkes einsetzen. Folgerichtig hat die FVA zu keiner Zeit an militärischen Interventionen oder Kriegen teilgenommen.
Es gab in der NPA im Laufe der Zeit viele Persönlichkeiten, die sich bleibende Verdienste um den Aufbau des Streitkräfte und die Landesverteidigung erworben haben und die heute zu würdigen wären. Ich denke dabei an die verdienten Antifaschisten der Gründergeneration und die Männer, die mit dem unseligen Erbe des deutschen Militarismus gebrochen hatten und bereit waren, ihre militärischen Erfahrungen dem Aufbau einer neuen, dem Frieden verpflichteten Armee zur Verfügung zu stellen. Wie alle aufzuzählen, würde den Rahmen dieser Rede sprengen. Deshalb an dieser Stelle Ihnen allen unseren Dank und unsere Hochachtung. Einen aber müssen wir besonders hervorheben, unseren legendären Verteidigungsminister Heinz Hoffmann, den man ohne Übertreibung zu den Architekten der nationalen Volksarmee sehen kann. Heinz Hoffmann hat sein Leben für die Interessen und den Schutz des werktätigen Volkes eingesetzt. Er hat als Kommissar in der internationalen Brigade in Spanien gekämpft, wurde nach einer schweren Verwundung in die Sowjetunion gebracht und spielte eine wichtige Rolle als Instrukteur und Lehrer in den Kriegsgefangenenlagern. Nach seiner Heimkehr arbeitete er als persönlicher Sekretär von Wilhelm Wieck und Walter Ulbricht von 1960 bis zu seinem Tode 1985 war er Verteidigungsminister der DDR. Es waren hier Jahre des Kalten Krieges und der enormen, extremen Ost-West-Konfrontation. Sein Nachfolger, Armeegeneral Heinz Kessler, hat zum 30. Jahrestag des Todes von Heinz Hoffmann im Dezember vorigen Jahres an seinem Grab in Friedrichsfelde würdigende Worte ehrenden Gedenkens gefunden. Wir, die Heinz Hoffmann persönlich kannten und unter seiner Führung gedient haben und die Armeeangehörigen, werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Die Anerkennung, die die nationale Volksarmee in den sozialistischen Staatenkoalitionen gefunden hat, kam nicht von allein. Die hatte sich im Laufe der Jahre zu einer modern ausgerüsteten, gut ausgebildeten und schlagkräftigen Armee entwickelt. Das ständige Ringen um eine hohe Gefechtsbereitschaft.